Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen, ehrenwerten Folge Ghost of Tsushima. Warte mal kurz, Boy, warte kurz. Ja, Freunde, wie immer, ein dickes Dankeschön erstmal an der Stelle für euer Feedback bis hierhin. Schön, dass ihr wieder am Start seid, immer noch am Start seid. Wir gucken jetzt mal, wir haben nämlich zwei Technikpunkte. Was holen wir uns denn jetzt, Freunde? Was holen wir uns denn jetzt? Warte mal. Ist auch nicht schlecht. Das ist richtig geil sogar, glaube ich. Ausweichen kurz, bevor man getroffen wird und dann tödlich einen Konter machen. Ist doch richtig geil. So, warte mal. Bist du unser Ansprechpartner für die Mission? Oder wer bist du? Oder was willst du? Schauen wir. Wie geht's den neuen Rekruten, Daikoku? Sie sind zuversichtlicher. Sie wissen, dass der Geist bei uns ist. Ach so. Na gut, okay, da wollen wir nur kurz labern. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Joa. Ja, komm. Schärfer denn je. Komm, dann ist es abgeschlossen. Ihr habt meinen Dank. Komm, dann ist es fertig. Das Schwert ist ja fertig. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Das ist Rüstung da hinten immer noch, wa? Ich glaube, das ist immer noch Rüstung. Das nervt auch übertrieben, wa? Diese Einblendung die ganze Zeit. Leinen. Ach komm, weißt du was? All meine Waren sind nützlich. Ja, ja, aber du hast keine neuen Waren, du Affe. Laber mich doch einmal an, nee, gleich was. Vielleicht wäre es ja ganz cool. Das ist ja mal ruhig in der Eingang, Alter. Nee. Vielleicht wäre es ja dann ganz cool, wenn ich irgendwann alle Rüstungen habe, dann mal so ein extra Video zu machen, wie bei Spider-Man. Auch wenn es nicht so viele Kostüme und Rüstungen gibt wie. Auch wenn es nicht so viele Rüstungen wie Kostüme bei Spider-Man gibt, genau. Ja. Osaku. Viel besserer Schutz. Was hat denn der für einen Hut auf, Alter? Ist ja pottenhässlich, Alter. Leder. Leder haben wir auch ohne, ne? Es gibt nichts Stärkeres. Nee, Seide nicht, Seide nicht. Ronin. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Na? Zeigst du es an? Lädst du mal? Lädst du mal? Lädst du mal? Lädst du mal? Ja. Oh, der Hut verbessert sich. Der wird ja ganz geil. Zu eurem Schutz. Nee. Wow. Oh. Schon sieht nicht schlecht aus, Alter. Oh, Vorräte, Alter. Ich hab ja richtig rausgeballert. Sieht nicht schlecht aus. Sieht echt nicht schlecht aus, oder? Aber wie gesagt, die meisten sehen nicht schlecht aus, aber die sind halt von den Statistiken sind die einfach nicht so geil. Das ist eher das Problem. Soll man mit dem Hut unterwegs sein, so ein bisschen? Auf richtig dumm? Aber mit der Sakai-Maske, oder? Oh Gott, sieht das scheiße aus, oder? Ich weiß nicht. Okay, egal, scheiße. Für den Joke, für den Joke. Sakai, ihr seid zurück. Für den Joke. Taka, dank eurer Mühen hat Yarikawa jetzt eine Chance. Ihr könnt stolz sein. Bin ich, mein Herr. Doch die Mongolen da draußen werden unruhig. Wir haben ihnen Yarikawas Stärke gezeigt. Jetzt wollen sie Rache. Greifen sie heute Nacht an? Unwahrscheinlich. Sie bescheren uns eine schlaflose Nacht und greifen morgen an, wenn wir erschöpft sind. Ruht euch so lange aus. Fast hätte ich es vergessen. Yuna ist drinnen. Ihr sollt sie dort treffen. Danke, Taka. Sieht so komisch aus. Hier drinnen oder was? Ja. Ich gebe mehr Mühe. Gebt euch mehr Mühe. Es geht um euer Leben. Ey, Junge. Du machst es ein bisschen falsch, wa? Du sollst die Gegner nicht küssen. Hier. Oh mein Gott, Alter, der klippt komplett da durch. Na ja, gut, egal. Gibt Schlimmeres.
Die Vorbereitungen für die Verteidigung laufen gut. Daikoku sagt, das verdanken wir dem Geist. Danke. Aber das ändert meine Meinung über euren Onkel nicht. Das ist doch nicht mein Ziel. Die Samurai wurden ausgelöscht. Wir brauchen euch. Ihr braucht Bauernopfer für die Mongolen. Yarikawas Leute sind bekannt für Mut und Geschick. Das brauchen wir mehr als alles andere. Ich denke darüber nach. Yarikawa, ich merke richtig, wie ich zwischendurch voll durcheinander komme mit den Namen, wa? Ich glaube, ich habe zwischendurch irgendwann mal gesagt, die Leute von Yarikawa, aber er heißt Yarikawa. Der Ort heißt ja Toyotama. Komplett durcheinander mit den ganzen Namen. Ey, Junge. Ich merke es selbst gerade jetzt. Ich glaube, ich habe es sogar noch in der letzten Folge gesagt. Ich meine, die nehme ich jetzt hintereinander auf, aber... trotzdem, ne? Ja, aber... ey, bei so vielen verschiedenen Namen, Alter, wer soll denn da klarkommen, ja? Wer soll denn da klarkommen, ja? Ich bin noch nicht Rainman, ja? Rainman, nicht Rayman. Übrigens, falls ihr den Film kennt. Ach, hier war es richtig. Ich dachte, ich wollte erstmal looten. Eigentlich, ich wollte erstmal looten. Egal. Du bist auch wach. Sie töteten die Samurai. Was sollen da die Bauern ausrichten? Versuchen wir es. Ich glaube, du brauchst das mehr als ich. Kenji hatte den Rest des Tages nur eine Sandale an. Das schmeckt scheußlich. Meine Mutter liebte ihn. Sie trank ihn wie Wasser. Und wurde wütend, wenn er alle war. Schrie uns an. Wo ist mein Tee? Klingt nach einer strengen Frau. Sie brach Takas Arm, als er 6 war. Ich brachte ihn weg. Wir rannten so weit fort, wie wir nur konnten. Man fand sie einen Monat später. Sie lag auf der Straße. Es war tapfer, Taka zu beschützen. Manchmal kann man nur alles Bekannte hinter sich lassen. Yuna! Tim, es geht los! Zu den Toren! Ja. Ah, ich hätte ein bisschen mehr. Wir weichen nicht zurück. Ich hoffe, ihr könnt noch kämpfen, wa? Also, wenn ihr wisst, ihr werdet angegriffen. Tim, Yuna, die Mongolen! Gehen wir! Erstmal saufen, ja. Wie nah? Sie sind am Haupttor, wenn sie es durchbrechen. Wir halten sie auf. Alter, jetzt geht's los hier. Da ist er! Der Geist! Der Geist! Rettet uns! Taka, versammelt alle, die nicht kämpfen können und bringt sie zur Burg. Hier gehört. Sucht in der Burg Zuflucht. Schnell. Sie sind an den Toren. Alter Schwede. Sie durchbrechen das Tor. Position halten. Jeder Mongole, der einen Fuß hier reinsetzt, wird sterben. Lasst sie nicht vorbei. Bogenschützen. Streckt sie nieder. Für Yarikawa. Für den Geist. Ich mach das. Lass sie nicht vorbei!
zack! Alter, was geht ab? Welches Tor? Welches Tor? Ach, das! Drängt sie zurück! Haltet das Tor! Haltet das Tor! Alter, mach das schon, ich mach das schon. Sie nicht in die Stadt. Bogenschützen, haltet sie zurück. Wow, Alter, das ist krass. Bin ich heftig oder was? Oh, was? Was war das, Alter? Woher? Ich bin zu weit rausgegangen wahrscheinlich. Oder? Oh, was? Ey, ich komme hier nicht mehr weg. Die schießen mich sofort wieder down. Ich bin zu weit rausgegangen. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, Alter. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Alter Schwede. Und meine Sachen sind weg. Das ist ja fies, Alter. Ich werde hier wieder rausgeworfen, aber meine Sachen sind weg. Na gut, okay. Dann müssen wir ja nicht so weit rausgehen. Dann müssen wir ja nicht so weit rausgehen. Nicht in die Stadt! Bogenschützen! Haltet sie zurück! Zack! Ey, der Angriff ist so abartig geil, wa? Ja, aber auch. Nur kurz einsammeln und wieder weg. Ja! Sie fallen zurück. Wir haben sie kaum getroffen. Was haben sie vor? Uns rauslocken? Nein. Wehrt sie ab, solange ihr könnt. Dann verschanzt euch im Burgfried. Ich erledige die Belagerungswaffen. Ich sollte mitkommen. Nein. Taka braucht dich. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Ey, Mann. Man merkt direkt, dass es eine Hauptmission ist, wa? Ohne geile vor allem. Lagerungswaffen zerstören. Ohne geile bisher. Kann man einmal hier rumlaufen? Ja. Warum ist nicht jede Mission so. Warum ist nicht jede Mission einfach so krass auf dem Level? Ich hab irgendwelche. Ah, ich hab wieder Wurfwaffen. Okay. Ja. Ey, das ist schon. Ist schon. Scheiße, Mann. Man hat's schon gesehen, wa? Als da so 6-7 Leute gleichzeitig kommen, du kommst da rein, du rennst da volle Kanne rein, wirfst ein paar Kunais, schlitzt 2-3 Leute Platz. Ist schon. Also, man kommt schon. Man kommt. Ein. Mann! Rede Deutsch! Scheiße! Ich rede doch einfach Deutsch, Junge! Rede doch einfach Deutsch! Man kommt sich schon verdammt krass vor! Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie ich mir im echten Leben vorkomme die ganze Zeit, Mann! Das wollte ich eigentlich so gesagt haben! Danke für eure Aufmerksamkeit, danke! Dankeschön! Oh mein Gott, Alter, mehr wollte ich schon mal sagen! Thank you.
Zack! Geil. Einfach mit dem letzten Schlag in den scheiß Arm weggeschlagen, ja. Da wollen sie sich wieder in die Animation sparen, deswegen Schwarzbild. Oh mein Gott. Wui, yeah. Das meine ich. Ah! Das ist doch einfach cool, oder? Sie haben die Mauern durchbrochen. Aber wir können sie noch vertreiben. Ja, natürlich, Junge, aber rechts ist doch der Baum. Da schwingen wir uns jetzt lang. Die Festung zu gelangen wird schwer. Ja, geil, Alter. Woo, ist das nice. So muss es sein, Freunde. Ich muss wahrscheinlich schnell rein, wa? Ja, ich muss sie kurz platt machen hier. Nein, genau seine Kappe getroffen. Yo. Ja, ich muss wahrscheinlich sehr schnell rein. Lass es! Alter, wie ich den noch gerettet habe, ey. Habt ihr es gesehen? Oh. Nein. Oh, oh, oh. Oh, Ratte, Alter, warst du das? Komm schon. Jawohl. Komm, ausweichen, ich will es mal ausprobieren. Es geht wahrscheinlich nur, wenn die so einen roten Angriff machen, wa? Wenn er so rot ist. Also ich muss sie retten, Freunde. Ja! Rennt! Boah. Alter Schwede. Ist das geil, Alter, gerade. Ist das geil, Alter. Du kommst dir so geil vor. Ich komme mir wie der heftigste Boy vor gerade, ohne Scheiß. Verdammt. Das ist der General. Temugin. Ich sei ja am Burgfeld. Mach schon. Mach das. Ah, er blockt es aber. Er blockt es aber. Vielleicht muss ich zweimal ausweichen? Irgendwie geht es bei dem, geht es nicht. Du lässt sie in Ruhe, die... Hey, Junge. Ich bin wie Batman, Alter. Samurai-Batman. Wo ich sagen muss, der Film... Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen oder sowas oder gehört. Batman Ninja. Junge, ist der scheiße. Junge, ist der scheiße, der Film. Ich mag ja sehr gerne eigentlich diese DC... Animated Movies, weil da teilweise richtig geile dabei sind. Red Hood zum Beispiel, The Dark Knight Returns und so. Oder was gibt's denn noch? Ach, da gibt's noch ein paar andere richtig geile. Aber Batman Ninja dachte ich, boah, ist das geil, Alter. Batman, Joker und so weiter. Im alten Samurai, Ninja, Zeitalter. Also auch hier altes China, Japan etc. Irgendwas. Ich glaube, es war Japan. Voll geil, aber leider war der Film nicht so nice. Leider war der Film nicht so nice. Hast du die extra abgeschossen, Alter? Ey, die Leute, die. Ey, das, ist ja, das sind so widerliche Leute, wa? Das ist so krass. Ich stehe genau vor denen. Aber anstatt sich mir entgegenzuschauen. Was macht er denn da?
Tja. Da, Freunde, seht ihr einen klassischen Bug. Das ist ein Bug. Und den kümmern wir uns ja gleich hier. Ja, Batman Ninja. Weiß nicht. Nicht so nice. Oh, du bist ja doch am Start. Oh! Oh, Flash. Warte mal. Jetzt will ich es ausprobieren. Nein, nicht so. Mann, ich dachte, er schlägt wieder zu. Freunde, wir machen beim nächsten Mal weiter. Doch. Das krasse Finale. Ich glaube, da kommt nämlich was Krasses. Da kommt noch was Krasses bestimmt. Seid beim nächsten Mal dementsprechend dabei, Freunde. Jawohl, let's go. War eine richtig geile Folge. Also, Freunde, hier will ich aber wirklich ein paar Likes hageln sehen, Junge. Wie ich die Pfeile in die Schädel der Mongolen hageln lasse. Und wie ich die... Ach, nee, das sag ich jetzt immer nicht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.